Ciao. Schön, dass ihr mein Video einschaltet. Freue ich mich sehr, dass ihr Interesse am Vietnamesisch lernen habt. Also in dem ersten Video haben wir einige einfache Begrüßungsformen gelernt, die ein Tourist beim Kommunizieren mit einem Vietnamesen zu beachten hat. Wie ihr seht, die Begrüßung auf Vietnamesisch setzt Kenntnisse über die Anredeformen voraus. Statt ich und du werden in Vietnamesisch die Verwandtschaftsbezeichnungen verwendet, auch wenn euer Gegenüber eine fremde Person ist. Bei der Kommunikation innerhalb der Familie gibt es aber mehr Anredeformen, als die wir bereits im ersten Video gelernt haben. Für Vietnamesischlernende scheint es auf den ersten Blick total kompliziert zu sein, sich alle diese Anredeformen zu merken. Aber ich denke, wenn ihr das schon beherrscht, könntet ihr diese Besonderheiten der vietnamesischen Sprache auch interessant finden. Ich persönlich hatte manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich beim Deutschsprechen meinen inneren Gesprächspartner bloß mit Vornamen anspreche oder ihn einfach duze. Also eigentlich wollte ich Respekt gegenüber meinem Gesprächspartner zeigen, so wie ich es gewohnt bin, als ich noch in Vietnam war. Aber im Deutschen gibt es nicht so viele Ausdrucksmittel für Höflichkeit wie im Vietnamesischen. Also, wie gesagt, werden wir in diesem Video ein bisschen tiefer auf die vietnamesischen Anredeformen eingehen, die innerhalb der Familie meistens verwendet werden. So, seid ihr bereit? Dann lasst uns anfangen. Wisst ihr noch, wie Großvater und Großmutter auf Vietnamesisch heißen? Wiederholen wir das noch einmal. Also, Großvater ist und Großmutter Ba, ba, ba. Im Gespräch mit Om und Ba seid ihr selbst Chau, Chau, Chau. Chau bedeutet Enkel oder Enkelin. Das heißt, man grüßt seinen Großvater mit Chau, Chau, Om. Chau, Chau, Om. Chau, Chau, Om. Und seine Großmutter mit Chau, Chau, Ba. Chau, Chau, Ba. Chau, Chau, Ba. Chau ist ja ein Verb, was grüßen bedeutet. Also im Vietnamesisch werden die Verben nicht konjugiert. In dieser Hinsicht ist Vietnamesisch etwas leichter als Deutsch, denke ich. Okay, und dann haben wir Vater. Das heißt Vater auf Vietnamesisch. Bo, Bo, Bo. Und Mutter? Mẹ, Mẹ, Mẹ. Zu euren Eltern seid ihr selbst Con, Con, Con. Würdet ihr denn eure Eltern küssen? Con, chào, Bo. Con chào bố. Con chào bố. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Wenn es um die Anredeform für die Geschwister der Eltern geht, wird im Vietnamesisch zwischen den Geschwistern seitens des Vaters und seitens der Mutter unterschieden. Der ältere Bruder oder die ältere Schwester des Vaters wird mit Ba, Ba, Ba angeredet. Der jüngere Bruder des Vaters ist Chu, Chu, Chu. Und die jüngere Schwester des Vaters ist Go, Go, Go. Seitens der Mutter gibt es auch Ba, Ba, Ba als älterer Bruder oder auch ältere Schwester der Mutter. Aber Go, Go, Go als jüngerer Bruder und Sie, Sie, Sie als jüngere Schwester der Mutter. Also noch einmal. Ba, Go, Chu bedeuten alle Onkel. Der Unterschied hier ist, Ba ist der ältere Bruder oder auch die ältere Schwester des Vaters sowie der Mutter. Während Chu
der jüngere Bruder des Vaters und Go, der jüngere Bruder der Mutter ist. Go und sie bedeuten beide Tante. Der Unterschied ist, Go ist die jüngere Schwester des Vaters und sie ist die jüngere Schwester der Mutter. Zu den Geschwistern eurer Eltern sagt sie sonst immer Ciao, Ciao, Ciao. Ciao bedeutet Neffe oder Nichte. Das heißt, man kann zu seinem Onkel oder seiner Tante sagen Ciao, Ciao, Ba. Ciao, Ciao, Ba. Ciao, Ciao, Ba. Ciao, Ciao, Tu. Ciao, Ciao, Tu. Ciao, Ciao, Tu. Ciao, Ciao, Go. 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 Ciao, Ciao, Zi. Ciao, Ciao, Zi. Ciao, Ciao, Zi. Die Kinder von Ba sind immer eure älteren Geschwister, auch wenn sie eigentlich jünger als ihr sind. Andersherum sind die Kinder von Chu, Go und Zi immer eure jüngeren Geschwister. So, fassen wir jetzt kurz zusammen, was wir bisher in dem Video gelernt haben. Ciao, Ciao, Om. Ciao, Ciao, Om. Ciao, Ciao, Ba. Ciao, Ciao, Ba. Con chào bố. Con chào bố. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Cháu chào bác. Cháu chào bác. Cháu chào chú. Cháu chào chú. Cháu chào cô. Cháu chào cô. Cháu chào cậu. Cháu chào cậu. Cháu chào dì. Cháu chào dì. Em chào anh. Em chào anh. Em chào chị. Em chào chị. Wir haben das geschafft. Ich hoffe, dass es euch jetzt soweit klar ist, wie die vietnamesischen Anredeformen funktionieren. Wenn ihr Nachfragen habt, sehr gerne. Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.